So, du wolltest was sagen. Sommer 2024. Wo sind wir? Wir sind in Rust und dieses Jahr gibt es wieder ein Hafenfest am Hotel Kronasar. Da machen wir uns jetzt mal hinauf. Ja. Und dann kriegt der Mike was zu trinken. Ja, und die Larissa auch. Ja. So, noch was kurz, ein paar Eckdaten. Heute waren wir im Park den ganzen Tag. Es hat den ganzen Tag geregnet. Das haben wir so noch nie erlebt hier tatsächlich. Von daher war es heute nicht so schön, aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir sind viele Sachen gefahren, also natürlich die vielen Indoor-Sachen und trotzdem sind wir, ja genau, Snorri-Touren, Voletarium, Kankan-Coaster, den ganzen Kram. Und dann waren wir noch essen im Ochsen. Nebenan am Tisch saß Bernhard Brink, falls ihr noch jemanden kennt. Ich kenne kein einziges Lied von ihm. Wir kennen nichts von ihm, aber wir haben ihn erkannt. Also irgendwas muss er gemacht haben in seinem Leben. Bernhard Brink war da. Er war nicht im Dschungelcamp. Und jetzt haben wir uns ein bisschen frisch gemacht und sind jetzt auf dem Weg zum Hafenfest, wie Jenny schon sagte. Da gibt es Cocktails, Live-Musik und ganz viele Kram. Nette Leute. Und da gehen wir jetzt hin. Ne? Los. Das war der Lukas. Wir werden jetzt hier schon an der Straße angehalten. Der Lukas sucht nämlich einen Parkplatz. Und der Lukas weiß nicht, ab wann man hier parken darf. Wir schätzen ab 19 Uhr. Ja. Angekommen im Rulantica. Boah, ich sehe aus. Der ganze Regen wird ins Gesicht geplästert. Aber wir sind jetzt da und ihr seht jetzt ein paar Eindrücke vom Hafenfest und vom Hotel. Möchtest du auch interagieren? Nein. Wenn ich schon
nicht das, was ihr jetzt denkt. Okay, zum Boot. Los. Okay. Und? Eine echte Wurst von denen, aber von außen sieht die aus wie eine Plastikwurst. Von denen. So, wer möchte? Wer möchte? War ich, hau ab. Und nochmal. Schitten aus den Kinder und am Mitten. Haps, 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 Nuschka, wie hast du das? Was soll immer das ist, ich probier das hier. Das ist so lecker. Nuschka, wie hast du das? Oh, und wir heute leben schlanke Kuh und dicken Knickel. Haps, 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 Nuschka! Ich muss das mal wieder hier. Ja, komm, hier mal sitzen die Hunde. So, Prost! Ja, Prost! Prost! Prost. Prost. Ja, man sagt doch nicht Prost, man sagt doch was anderes. Skoll! 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 Ja. Junge! Hui! Bibi, wir wollen sehen, wie du schreckst. Ja, und was du dazu sagst. Ich mag eigentlich kein Aquavit. Runter damit! Schluck! Lecker! War gut, ne? War gut! Naja, war super! Wunderschön, wunderschön ist das. Das ist extra Mühe gegeben. Das war ganz schön. Das ist gar nicht. Okay, Hinter dir! Bastel! Ich war Bastel! Die Dani hat auch noch mitgemacht! Mitfahren! Ah, ja, klar. Mitfahren! Bitte! Okay. Ja, natürlich! Bitte. Okay! Ja, das wäre. Ach du Scheiße! Das ist ganz schön trocken, der Schmuck da am Kopf.
So, da sind wir draußen vom Hafenfest. Es war wunderschön. Wir haben 1000 Leute getroffen. Es war eine Liveband. Die Musik war super. Die Cocktails waren super. Jenny hat Fähnchen gemacht. Sieht man sich überhaupt im Schatten da? Tu das Fähnchen weg. Jenny hat das Ding da gebastelt und 1000 Leute getroffen. Wirklich viele Gespräche geführt. Es war super toll. Ja, mir hat es super gefallen. Hat es dir auch gut gefallen? Mir hat es echt mega gut gefallen. Besonders gut gefallen haben den Mike, glaube ich, die Cocktails. Ja, die waren sehr super lecker. Oder? Wirklich toll. Die sahen auch echt sehr, sehr gut aus. Viel Bespaßungsprogramm für groß und für klein. Überall Live-Musik, lecker essen, lecker trinken. Genau, bisschen sportliches Programm habt ihr auch gesehen im Video. Die Location ist super dafür, das ist total toll. Und wir waren letztes Jahr schon mal hier, waren jetzt dieses Jahr hier. Aber ich denke, nächstes Jahr sind wir wieder am Hafenfest am Start. Wer noch nicht hier war, hier kann man auf jeden Fall mitmachen. Das ist eine tolle Veranstaltung und wir fallen jetzt todmüde ins Bett. Genau, denn es ist 11:45. Es ist 11:45, wir laufen unter Rust. Viele Grüße an Petra, wir müssen ja morgen früh raus. Ja. Das machen wir jetzt und deshalb gehen wir jetzt in die Nacht, da wo es dunkel ist. Und ihr seht das nächste Video. Bis dann. Tschüss.